Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, was müssen wir alles machen? Okay, die Räume sind fertig. Haben wir überhaupt Möbel für die Räume? Na, sieht nicht so aus. Wir haben noch einen Armor Stand. Hier haben wir Armor Stands stehen. Und hier haben wir Armor Stands stehen. Warum haben wir noch einen Armor Stand übrig? Und Buckets haben wir. Und ja, uns geht das Trinken langsam wieder aus. So. Ich weiß gerade gar nicht. Können wir in dem irgendwo einstellen? Was unsere Max-Bevölkerung ist? Population Cap 200. Baby Child Cap 100. Visitor Cap. Seed Cap. Total Seed Cap. Nö, brauchen wir alles nicht. Okay. Also ja, sagen wir 200 ist in Ordnung als Population Cap. Was mache ich jetzt mit dem einen Armor-Stand, was wir da noch haben? Stehen lassen, würde ich sagen. Wir brauchen erstmal neue Tasks. Walk Door 10 Bett 10 Koffer 10 und Kabinett 10, so. Hier sollte hoffentlich alles laufen. Ja, jetzt müssen wir durch den harten Winter kommen. Ja, und es wird, glaube ich, langsam Zeit, dass wir hier mal ausbauen.
Aber wenn ich es mir so recht ansehe und mir überlege, dann reicht die Breite aus. Machen lieber hier den Raum für die Schützen etwas breiter. So. Wie sieht es bei denen eigentlich mit dem Equipment aus? Ja, wir müssen mal wirklich gucken, dass wir so Lederklamotten machen. Also 10. Hosen 10, Mützen 10, paar Handschuhe und 10 paar Schuhe. Können wir mal kurz gucken. Wir können ja zum Glück hier nach Dings, nach... Genau, Leather Cap zum Beispiel oder Leather Helm. Leather Helm ist wahrscheinlich besser. Leather High Boots wahrscheinlich, aber dafür brauchen wir dann... Ich weiß nicht, ob er dann zwei macht. Ja, und so weiter. Wie sieht's denn sonst so aus bei denen? Porter Skin und Backpacks haben alle. Was sagen die Stocks denn zu unseren Bolzen? Ach, das liegt alles draußen rum, das Zeug. Und ja, irgendwann müssen wir auch mal... Irgendwo anfangen und ein. Einen Schacht graben, am besten hier so. In der Größe, einen Schacht hier runter. Der dann zu unserem inneren Refuse-Dump führt. Aber das können wir immer noch später machen. So viel Refuse haben wir zum Glück nicht. Warum haben wir eigentlich hier Kisten? Nimm die mal weg. Wauwau sind hier immer noch angebunden. Ich weiß nicht, ob es was bringt, sie dann hier hinzumachen, die Wauwaus. Oh, das hier könnte ich mal dumpen. Also ja, erstmal das hier alles. Und das hier auch. Lassen wir die mal hier arbeiten und hoffen, dass nicht wieder eine Vile Force of Darkness kommt. Was ich halt immer noch nicht gefunden habe, ist Alarm. Survival.
Burrows. Muss ich das hier doch ein Burrow deklarieren? Wo ist der Burrow denn? Warum auch immer hier ein Burrow ist, den brauchen wir nicht. Weil hier ist nur der Dings. Ich habe den jetzt aber nicht aus Versehen, ne. Sein MegaOffice weggenommen, nein. Burrow. Add new Burrow. Das hier wäre eigentlich das Burrow. Könnten wir rot machen. So. Nö. Nö. Spyro hilft mir auch gerade nicht für den, für den Alarm. Was sagt denn unser Meal? Ja, ups. Noch 144 Meal ist übrig. Wir scheinen aber auch sehr viel Fett zu haben. Ja, glopp. Stellen wir mal das Prepare Fine Meal nach oben. Geben unserer Getränkeproduktion mal wieder höhere Prioritäten und auch dem Prepare Fine Meal. So, das hier muss mal geschliffen werden und danach können wir Archery Ranges dorthin bauen. So, jetzt brauchen wir Channeling. Und zwar hier.
Halt mal. Hier stimmt was nicht ganz. Hier muss ich ja auch noch jeweils eins schmäler machen. So. Und ich kann das ja nicht ganz untergraben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also hier eigentlich. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 8 hier sind das Stützbalken. So, hier wird fleißig gechannelt. Trinken geht langsam wieder etwas höher. Aber was sagen die denn? Okay, wir haben Betten. Okay, alles andere wird noch gemacht. Gut. So, dann fangen wir schon mal an, hier wieder zu. Muss natürlich auf. Oh, wir hatten einen Cave-In. Ja gut, der Alarm kann weg. So, dann können wir jetzt schon mal. Ist einer schwer verletzt gerade? Oder haben sie sich schon erholt? Ich hoffe mal, die haben sich schon erholt. So, als nächstes brauche ich eine Brücke. Die geht nach hier hoch, genau. Ich wollte aber ja das Zeug hier dumpen.
Ach, und es ist immer noch da drauf eingestellt. So. Und so. Und das hier kann ich ja theoretisch wegmachen. Das kann eh nicht gegraben werden.